Herzlich willkommen zurück. Nein, wir sind nicht auf dem Mars, auch wenn das hier tatsächlich so aussieht. Warum auch immer. Oder gibt es was für Bibi? Hui. Okay, ist nicht aktiviert. So, das Mädchen, was ihr da gerade gesehen habt, was kurz in der Hologrammgrafik zu sehen war, die werden wir jetzt mitnehmen. Ich habe noch keine Ahnung, wie und, ne? Speicherchip können wir hier teilen. Das können wir mal machen. Das geht ja dann sowieso in chirale Netzwerk. Das ist ja für alle da. Wow, danke. Das war echt nett von dir. Du bist ein Engel, Sam. Vielen Dank. Ja, alte Aufzeichnung, ne? Ganz wichtig. Mal gucken, was wir da gefunden haben. Tagebucheinträge auf jeden Fall. Vielen Dank für deinen Beitrag. Kann man sich das da noch angucken? Daten? Da, Speicherchips. Oh, hier. So sahen mal Motorräder aus. Wie sich das anhört. So sahen mal Motorräder aus. Natürlich wisst ihr, wie Motorrad aussieht, aber die nicht mehr so wirklich. Und hier ist noch so ein Tagebuch. Das kann man auch noch durchlesen. Hier Glas. Gestaltung. Auch ein schwerer Job. Aber man muss doch sehr kreativ sein, so ist es nicht. Oh, ein Ausflug zu den heißen Quellen. Ja, gerne doch. Ja, das mache ich schon, seit ich sie habe. Wie die alle mal mit mir quatschen wollen, ne? Ihr könnt euch das ja, wie gesagt, gerne durchlesen. Straßen erneuern, Amerika erneuern. Du hast eine Silbermitgliedschaft. Du kriegst keine Straße bis nach Hause. Das geht nur mit Gold. Hier noch Anforderungen stellen. Pff. Auf keinen Fall. Gut, dann Auftrag annehmen. Standardaufträge. Erstmal den Hauptauftrag. Und der Standardauftrag ist ein bisschen weiter. Aber... warum auch nicht? Oh, hier Bots verfügbar. Soll der das doch machen? Bitteschön. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der... Coole Dinger. Bin ich mal gespannt. Das ist eine Handfeuerwaffe, die Blutkugeln, also mit deinem eigenen Blut geladene Geschosse, verschießt. Damit kannst du GDs, denen du begegnest, zusetzen. Die Waffe zapft dir oder einem mitgeführten Beutel Blut ab und befüllt damit ihre Magazine. Je länger du den Abzug drückst, desto mehr Blut wird in die nächste Patrone geladen. Zapfst du dir mehr Blut ab, wird auch das getroffene GD mehr Schaden nehmen. Aber saug dich nicht aus Versehen leer, okay? Stirb! Oh Gott. Ja, die möchte ich mitnehmen. So, nicht am Rücken tragen. Die darf dahin. Ja, neue Waffe. Wie du weißt, wirst du zur Abwechslung mal einen lebenden Menschen transportieren. Es versteht sich von selbst, dass Stürze oder schwere Stöße dieser Person Verletzungen zufügen können. Also sei achtsam, diesmal mehr denn je. Ach so, ich wollte schon sagen, so. So, wir haben eine Leiche abtransportiert, die war ja komplett zu. Die hat noch eine Öffnung, weil es sah zuerst aus. Was? Die wird so eingepackt? Uff. So, alles gut, Miss? Das ist natürlich dafür da. Dass sie, wenn sie in den Zeitregen kommt, halt sich nicht auflöst. Ready? Keine Angst. Ich glaube, ich krieg das hin.
Ich hoffe, sie hat nicht die letzten Parts gesehen, dann... Ich halte das Stundenglas. Es soll nicht zerbrechen. Sam redet auch kein Stück, ne? Auftrag zugewiesen. Okay. Dann wollen wir ganz langsam und behutsam. So, wir liken da mal, was geht. Konstruktionsmenü. Konstruktion abbauen, nein. So, was ist denn jetzt? Das ist der Weg. Ich wollte eigentlich gucken, wie viel Blut ich dabei habe, ne? Ich habe ja Vorratstasche, ein Blutbeutel. 500 Einheiten an Blut. Okay, gut. Wo ist eigentlich die Bola-Gun? Ach, die ist auf dem Rücken. Ich hoffe, du hast es trotzdem bequem. Ich glaube, das passt schon. Gut. Ist der Akku leer? Hat anscheinend kein Saft mehr. Und da ist noch ein Zuhause. Da ist noch Musik und ein Briefkasten. Bitte dranbleiben. Es ist hier in der Nähe, denke ich. Ja, eigentlich will ich Bibi nicht da. Schrotthänd. Such nach dem Teer, wo er brodelt und sich verteilt. Da ist es dann. Ja. Vielen Dank. Er schluckt dich, wenn du ihn lässt. Er ist bodenlos. Ach, sie erzählt darüber. Zumindest sagen das die Leute, die an solchen Orten mit Chiralium kontaminierten Abfall entsorgen. Und auch Leichen. Wenn man keine Zeit hat, sie zu verbrennen, bleibt ja noch der Teer. Okay. Interessant, was du alles so weißt, was? Aber jetzt, wo du im chiralen Netzwerk bist, kannst du diese Information teilen. Oh, da gibt es einen Gratis-Liker. Ja. Da ist eine Brücke. Wie cool ist das denn? Das finde ich immer cool. Also, wer das offline spielt, weiß ich nicht. Der hat da keinen Bock drauf. Der möchte wahrscheinlich in dieser Post-Apokalypsen-Welt so überleben. Deswegen. Oder er wurde dahingestellt, das geht ja auch. Oh, ich habe ein Like gekriegt. Alles gut? Ich habe gerade nur das Gleichgewicht verlassen. Mich hat das gleich völlig verlassen, ja. Besser gesagt so. Wir sind nicht mehr. Ich möchte schon im chiralen Netzwerk bleiben. Da müssen wir hin. Aber anscheinend gibt es hier keine GDs mehr. Aber ich sollte meinen Mund nicht zu voll nehmen, weil. Ja,
weiß, was da passiert. Keine Sorge, umso schneller bist du da, Mädchen. Na, Sam. Gleichgewicht halten. Wir hören auf zu rennen. Kann ich das jetzt eigentlich auch in die Hand nehmen? Ja, genau, das geht so. Das legt er dann noch wieder ab, ne? Ja. Okay, also wenn ich was in die Hand nehmen möchte, dann muss ich einfach nur auf die Taste drücken. Wir sind gleich da. Freust du dich schon? Aufgeregt? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Also, ist es jetzt ihr Vater, Freund, Kumpel, Freund der Familie, Onkel? Habe ich schon wieder vergessen. Jetzt ist das Lied auch schon zu Ende. Vor allem wird sie in einem Leichensack transportiert. Aber ich habe mich gefragt, ob wir nochmal sowas transportieren, also Leichen oder sowas. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja, vielen Dank. Steht wieder ein Bike. Das ist das Bike, was ich stehen lassen habe. Das kann sein. So. Du bist zu Hause. Jetzt bin ich gespannt, ob er auch rauskommt. Bist du verletzt? Danke, Bridges. Unglaublich, dass du lebst. Das ist mein Spruch, Dummerchen. Ich dachte, du wärst tot. Mutter sagte das von dir. Ich habe es gehütet. Immer. Aber nach dem Angriff ging es nicht mehr. Ich wollte es reparieren, damit der Sand wieder läuft. Doch das fühlte sich an wie ein Schlusspunkt. Wie dich zu vergessen. Naja. Jetzt können wir nach vorn schauen. Gemeinsam. Du und ich. Wenn du bereit bist. Natürlich. Der Mann, den ich kannte, handelte nicht mit Schrott. Er reparierte Dinge, machte sie wieder wie neu. Die Teile einsammeln und das Beste daraus machen. Das kann ich auch am besten. Aber dieses eine Teil brauchen wir nicht. Die einzige Zeit, die zählt, ist die Zeit, die ich mit dir verbringe. Also zählen wir unsere Momente doch selbst. Gemeinsam. Ich bitte dich, mich zu heiraten, Dummkopf.
Werde ich. Ich will. Ja. Und noch etwas. Was? Vergib meiner Mutter, bitte. Sag ihr, dass wir das hier wollen. Hilf ihr, es zu verstehen und zu akzeptieren. Denn sie braucht uns. Und ich brauche sie. Okay. Dinge gerade biegen kann ich. Oh, wie süß. Haben sie sich verheiratet? Sie hat ihn einen Antrag gemacht. Jetzt habe ich mich, oder ich frage mich, man sagt ja immer, der Mann muss den Antrag machen. Ist das so? Also, würdet ihr euch doof fühlen, wenn nicht ihr den Antrag macht, sondern der Partner? Also, sprich jetzt die weibliche Person, oder wenn ihr das selber machen müsstet, so quasi als weibliche Person? Sorry, dass ich so ein Arsch war. Ich habe dich und Fragile schlecht behandelt. Ich werde mit meiner Kleinen ganz neu anfangen. Und wenn ich auch nicht annähernd das schaffe, was ihr da draußen macht, so will ich meinen Teil leisten. Wenn etwas repariert werden muss, kommt zu mir. Die UCA kann auf mich zählen. Ich werde mich dran gewöhnen müssen, aber es wird Zeit. Wir kommen ins UCA-Netzwerk. Ich lasse euch nicht hängen. Versprochen. Wir werden dich nie vergessen. Danke. Schön hier Daumen nach oben. Ich habe gleich zwei gekriegt. Das ist doch super. Nee, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, wenn ihr jetzt als männlicher Part von der Frau angesprochen werdet, willst du mich heiraten, so wie das gerade eben? Oder wenn ihr als weibliche Person den Mann ansprechen würdet, oder erwartet ihr eher, dass der Mann euch anspricht? Also, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr damit gerne in die Kommentare, und dann würde mich interessieren. Also mir wäre das eigentlich egal, glaube ich. Also, wenn es die Frau macht, weil sie es für richtig hält, dann ist das okay. Ich würde mich da jetzt nicht... Schockbombe. Ich würde mich jetzt nicht schlechter dabei fühlen. So. Herzlich willkommen im chiralen Netzwerk. Sam, die ganze Region ist jetzt mit dem chiralen Netzwerk verbunden. Auf zum nächsten Gebiet. Um South Nord City einzubinden, musst du eine Lieferung von Lake Nord City ausmachen. Ich kann nicht ganz folgen. Wieso bringen wir die Leute nicht ins Netzwerk? Dann können sie drucken, was sie brauchen. Du kannst nicht alles drucken. Das ist dir klar, oder? Nahrung, Medikamente, organische Verbindungen, dein gegen GDs erwiesenermaßen so effektives Blut. All das kann man nur auf altmodische Art verschicken, nicht über das Netzwerk. Seit dem letzten Angriff kommen die Einwohner von South Nord nicht mehr auf die Beine. Damit sie überleben können, brauchen sie alle Vorräte, die Lake Nord erübrigen kann. Geh hin und nimm den Auftrag an. Übrigens, manchmal trittst du die Rückreise auch ohne jede Fracht an, oder? Völlige Verschwendung. Mach das Beste aus jeder Strecke, indem du immer eine Lieferung dabei hast. Zum Beispiel kam gerade etwas vom Schrotthändler rein. Wohl ein gemeinsamer Auftrag von ihm und der chiralen Künstlerin. Ich denke, es wäre am besten, wenn du ihn annehmen würdest. Genaueres erfährst du am Terminal. Vorsicht, Sam. Das chirale Niveau nördlich von South North City ist ungewöhnlich. Die Zahlen deuten auf schweren Zeitregen im Gebiet hin.
Scheint eine Art Unwetter zu sein, aber etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht sehe. Das Unwetter sollte direkt außerhalb meines Labors toben, aber mit dem Baby kann ich nicht nachsehen. Bis jetzt scheint es kaum Schaden angerichtet zu haben, aber könntest du für mich nachsehen? Nur halt bitte genug Abstand, okay? Völlige Verschwendung. Was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Also ich habe bis jetzt immer gut Aufträge gemacht. Und wenn ich mal nichts mitgenommen habe, ist egal. So. So. Ausrüstung herstellen. Ich könnte so eine Schockbombe. Mit diesen kleinen Schätzchen kannst du deine Feinde betäuben und dir eine kleine Atempause verschaffen. Einfach ausrüsten und werfen. Sie haben Kontaktzünder. Sie sollten alle Lebewesen innerhalb ihres Wirkungsbereichs handlungsunfähig machen. Aber nur Lebewesen. Gegen GDs sind sie vollkommen nutzlos. Ah, für die Paketfuzzis, die hier überall ihre Lager aufgeschlagen haben. Dann nehme ich doch gleich mal 3 von mit. Falls wir nochmal ins Gebiet gehen. So, wo kann ich das denn überall reinpacken? Und am Rücken tragen. Sag jetzt nicht, ich krieg davon 3 so eine Dinger. Wie groß sind die denn? Du könntest mir nicht erzählen, dass da keine 3 Bomben reinpassen. Ist okay. Ist okay. So. Nimm das erstmal an. So, liefern. Verlorene Fracht liefern. Anvertrauen. So. Mache ich jetzt einfach mal. Irgendwann bringe ich das auch nochmal zum richtigen Standpunkt, um einfach zu gucken, was passiert. Fracht wird geliefert. Messgerät, ja. Lieferungsvolumen muss ich mal aufleveln. Material nehmen? Nee. Recyceln, so. Wenn das mit dem Niesen immer so lange dauert, ey. Ja, aber ich stumm mich denn, Gott sei Dank. Hab ich extra gewartet. Ich denk so, wann niesen wir ein bisschen schneller? Blutbeutel, nee. Soll ich die Bola Gun? Ach komm, die ist sowieso. Oh Gott. Die ist sowieso fast kaputt. Recyceln wir das mal. Ich würde sagen, ich mache auch einen Kletterhaken weg. Und ich mache auch die Leiter weg. So, was habe ich jetzt noch? Ich habe noch einen Kletterhaken, ne? Ach komm, auch weg. Ich habe die bis jetzt nicht gebraucht. So. Okay. Passt. Fracht wird geliefert. Fracht wird geliefert. Sehr schön. So, Gemeinschaft. Ja, natürlich hätte ich das auch hier reinpacken können. Was kann ich denn nehmen? Sieht aus wie so kleine Bomben. Stufe 2 Kraftskelett. Nö. Alles gut soweit. So, was haben wir hier für Aufträge? So, Lake Nord City, das soll ich ja hin. Natürlich nehme ich das denn mit. Vor allen Dingen, wie er mich denn gleich angemacht hat, so. Ne? Soll ich dann so ein Dingens mitnehmen? Nee, lieber nicht. Uff, was ist das denn? Prototyp eines Motors. Okay.
Rucksacktaschenprototypen. Einmal bitte. Perfekt. Aufbrechen. Aber ich will eigentlich noch nicht aufbrechen. Ich möchte noch Standardaufträge. Lake Nord City. Alte Kriegsaufnahmen. Nehme ich auch einfach mal mit. Ja, ich hätte es auch ein bisschen anders machen können. Ich weiß, ich mache das immer ein bisschen zu kompliziert. So, alte Kriegsaufnahmen. Ja. 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 Alter. Uff. Das ist doch ein bisschen viel. Das ist der TCK, ne? Ja, vielleicht hole ich mir doch so einen Wagen. So, ich werde den TCK hier auch nochmal vernichten. Beziehungsweise, wisst ihr was? Ich werde es spenden. Der TCK ist nicht mehr ganz heil, aber er funktioniert noch. So. Und eine Sonne Bombe spende ich. Spenden ist gut. Na? Alles für die Boteneinheit. So, dann möchte ich nochmal Ausrüstung herstellen und dann nehme ich mir so einen Wagen mit. So, so, bitteschön. Ein. Danke. Ablegen. Da packe ich ein bisschen was rauf. So, wo ist er? Da ist er. Frachtmenü öffnen. Das ist auch immer unterschiedlich, kann das sein? So, ich möchte das, 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 das und das. Alles auf den Kleinen hier ladern. Alles darauf laden. Und den Prototyp der Tasche auch. So, das ist auf dem Schweber. Und das ist auf dem Rücken. Gut. Warte mal, habe ich da jetzt... Das, nee, Prototyp eines Motors habe ich darauf gepackt. Okay, das ist dann vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Obwohl, ich könnte eigentlich alles darauf packen. Nein. So, ist jetzt eigentlich meine Fracht gleich perfekt verteilt? Kann ich gar nicht. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's. Let's go. Ja, tschüss. Ach, kann ich nicht benutzen. Okay, gut. Er ist lieber glücklich. Wenn du einen Lastenschweber, aber keine nennenswerte Fracht dabei hast, kannst du versuchen, selbst drauf zu springen. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen chirale Kristalle mitnehmen. Hier sind Fußspuren. Das sind nicht meine Spuren, ne? Ist schon cool mit dem Lastenschweber. Das ist wirklich richtig cool. Haben wir schon Dingsgebiet. Kann ich das umgehen? Ja, na klar könnte ich das umgehen. Ich könnte durchgehen, was der einfache Weg wäre. Aber ich könnte auch einen Umweg machen. Und ich denke mal, ich werde den Umweg nehmen. Ach, guck mal, da sind schon mal ein paar chirale Kristalle. Nehme ich mit.
Na bitte. Wie das hier aussieht, ne? Von so roten Sand zu normalen Stein und das alles. Ich werde jetzt mal eine kleine Pause machen. Ich wäre fast umgekehrt. Ach, das stimmt doch gar nicht. Ach, die Brille ist echt fancy. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Ach, das spawnt einfach wieder. Okay, ich wollte schon sagen. Gut, 5 Sekunden. Ach, das ist der Lastenschweber. Ich dachte schon, die fahren hier beim Auto rum. So, ich mache jetzt hier klipp und klar ganz kurz. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Freunde.